Kultur können wirklich ein starker Bestandteil Europas sein. To Mr. Stadler. Herr Stadler, bitte. Danke, Herr Präsident. Frau Präsidentin, Ihre Ratspräsidentschaft, die ansonsten wirklich sehr professionell war und sehr akkurat war, wird immer mit dem Scheitern der Bemühungen, ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf dem Gipfel von Vilnius zustande zu bringen, verknüpft sein. Das ist bedauerlich für Ihre Präsidentschaft, aber es ist gleichzeitig bezeichnend für die EU-Außenpolitik. Der Versuch der Europäischen Union, die Ukraine gegen Russland auszuspielen, ist gescheitert. Und daraus sollten wir Lehren ziehen. Der Geist des Maidan-Platzes, den Sie und auch der Herr Kommissionspräsident Barroso beschworen haben, dieser Geist des Maidan-Platzes, den sehen Sie wirklich etwas zu romantisch. Der ist relativ rasch verdunstet, nämlich unter dem Eindruck eines Gaspreisrabattes, den die Ukrainer in der Zwischenzeit bekommen haben. Und der Geist des Maidan-Platzes ist in Wahrheit ein Geist der Wohlstandserwartung. Das haben wir vorher schon in Rumänien und Bulgarien gesehen. Die Menschen in der Ukraine glauben, sich mit der Nähe zu Europa ihre Lebensverhältnisse verbessern zu können. Die romantischen Werte, die Sie in diesen Maidan-Platz-Demonstrationen hineininterpretieren, haben mit der Realität dort nichts zu tun. Daher mein Appell an die Verantwortlichen der Europäischen Union, insbesondere an Frau Ashton, ist, aufzuhören, Länder gegen Russland auszuspielen. Und damit bin ich beim nächsten Kapitel, nämlich dass es bedauerlich, dass Ihre Ratspräsidentschaft mit dem dauernden Bemühen verknüpft sein wird, aus dieser Union eine Militärunion zu machen. Ich sage das als Angehöriger eines neutralen Staates. Das ist für uns inakzeptabel. Wir sind keiner Militärunion beigetreten und ich will keine Militärunion. Ich will keine Militärunion, die klar ein Feindbild hat. Und das wird hier erinnert offen ausgesprochen. Diese Konfliktsituation, die sich hier aufbaut gegenüber Russland, ist meiner Ansicht nach hochgefährlich und brisant. Ich spreche mich daher dezidiert gegen das, was Sie auf dem Gipfel vom 19. Dezember gesagt haben, aber auch die anderen Verantwortlichen dieser Union, dass es nicht zu einer Verschmelzung von EU und NATO kommen darf und dass ich keine Militärunion in Europa haben möchte. Thank you very much. I give the floor to Dankeschön, Frau Zwicker, bitte. Vielen Dank. Frau Ratspräsidentin, Sie hatten sehr viele große Aufgaben vor sich, nicht nur in technischer